So, Lebenshilfeturnier, die SG Sata Schoden, Irsch Ockwin, zweiter Platz. Bei mir jetzt Lukas Kramp und Kalle Körner, der Torwart. Steht mit dem zweiten Platz, könnt ihr zufrieden sein, oder? Ja, wir sind eigentlich hier hingefahren und hatten keine großen Hoffnungen, dass wir weiterkommen. Aber hat eigentlich gut geklappt, sind glücklich als bester Dritter weitergekommen und haben dann im Finale halt mit ein bisschen Pech gegen Eintracht verloren. Wir können damit leben. Kalle, du hast heute noch mal einige Kostproben deines Könnens gezeigt. Du hast eben so ein bisschen Wut im Brand die Handschuhe weggeworfen. Warst du schon ziemlich enttäuscht, dass es nicht geklappt hatte? Ja, ich muss ehrlich dazu sagen, wenn du als schlechtesten Dritten so gesehen weiterkommst und dann kriegst du noch mal so einen kleinen Ehrgeiz und kommst dann bis ins Finale und spielst dann wirklich andersrum, spielst gegen eine Oberligamannschaft und hältst dann spielerisch mit und verlierst dann unglücklich 1-0, dann ist es immer bitter. Und gerade bei so einem Sonntagsschuss zu verlieren, das ist halt dann doppelt schmerzhaft. Kommen wir noch kurz zur Saison. Ihr hattet euch, denke ich mal, ein bisschen mehr versprochen. Lukas, müsst ihr aufpassen, dass ich ganz hinten reinrutscht. Wie sind die weiteren Erwartungen für die Bezirksliga? Ja, wir hatten uns auf jeden Fall mehr erwartet. Sind nicht so gut, also sind eigentlich gut gestartet. Dann hatten wir einen kleinen Hänger, dann hatten wir ein paar Verletzte. Und dann ist es nicht so gelaufen. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall in der Winterpause nochmal angreifen, gut trainieren und dann klappt das, denke ich. Kurze Prognose noch von dir, Kalle, wo landet die SG Saartal am Saisonende? Also meine Prognose ist ganz einfach nur wieder Spaß am Fußball kriegen und ich hoffe, dass wir den einen oder anderen Großen nochmal richtig ärgern können und vielleicht doch unter die ersten fünf nochmal reinrutschen. Das wäre natürlich so ein kleines Fazit für die Saison, wo man eigentlich gut abschließen kann.